Viel Spaß! Finde ich cool, dass wir hier halt bauen. Wir müssen ein Huhn bauen oder einen Traktor und das Thema ist Bauernhof. Ja. Ja, das ist halt so. Der ist sicher. Wir haben jedes Jahr ein Motto im Abenteuerland, das begleitet uns in der Ferienfreizeit. Dieses Jahr ist es Bauernhof. Dazu habe ich mit meiner Mitarbeiterin hier verschiedene Traktoren aufgestellt, nur das Gerüst. Die Kinder verkleidet es und ja, ich habe Muster gemacht mit Studenten, damit sie ein bisschen einen Anhaltspunkt haben. Aber ja, wie das denn nachher wird und was draus wird, das entscheiden dann die Kinder. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder selber entscheiden dürfen, was sie bauen und wie sie es bauen. Entstanden ist das Abenteuerland schon vor 14 Jahren ungefähr. Da wir haben als Kind immer so eine Zweiterholung gehabt. Wir wurden von unseren Eltern an den Stadtrand gebracht. Ich komme aus der Großstadt und am Stadtrand gab es dann eben ein Waldgelände mit einer Hütte, mit Feuerstelle. Und da haben wir uns den ganzen Tag aufgehalten, haben Schnitzeljagden gemacht im Wald und sind da im Wald rumgestromert. Das fand ich total schön. Es macht ihnen total viel Spaß. Das ist der Hauptgrund natürlich. Sie wollen unbedingt, sprechen auch schon im Winter immer wieder mal davon, dass sie im Sommerferien ins Abenteuerland wollen. Wie findest du das Essen? Ich finde das Essen eigentlich immer lecker und den Nachtisch auch. Eigentlich nur danke, dass ihr das organisiert. Danke an alle Helfer, Helfershelfer und an Spatz. Und einfach toll. Das Angebot, das wir hier anbieten, ist natürlich auch kostenlos und jeder ist herzlich willkommen von Montag bis Freitag von 14 bis 17.30 Uhr.